Die Brückenarbeiten der Deutschen Bahn am Ferdinandstor und an der Alster gehen weiter voran. Ab Samstag, den 30. September, bis zum 12. Oktober sollen Bauarbeiten an der S-Bahn-Seite der Brücken stattfinden. Dafür wird der Zugverkehr zwischen Sternschanze und Hauptbahnhof unterbrochen und durch Busse ersetzt. Zudem finden am Wochenende vom 7. bis 9. Oktober im Bereich der Sternschanze erneut Kampfmitteluntersuchungen entlang der Strecke statt. Die Sperrung des Zugverkehrs erweitert sich in diesem Zeitraum bis zum Bahnhof Altona. Die Arbeiten dienen der Vorbereitung zum Einsatz von Hilfsbrücken, damit künftige Arbeiten bei laufendem Bahnbetrieb stattfinden können.